Hey, willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Und ihr seht schon, der Remote Tech 2, das Add-on ist jetzt wieder verfügbar. Wir sind also endlich dabei, dass wir wieder auf unseren Empfang achten müssen. Und wir haben hier jetzt eine ganz neue Rakete entworfen von unseren Ingenieuren. Und es ist die Gemini 1, denn hier wird sehr, sehr viel getestet, auch für die Mondlandung dann. Wir haben jetzt hier Fuel-Lines, um das Ganze kompakter zu machen. Wir haben hier die Struts, die das Ganze stabilisieren. Wir haben die Startrampen, die getestet werden. Wir haben oben eine absprengbare Science-Plattform, die nach dem Übertragen von Science-Material abgesprengt werden kann. Hier oben, die Science-Plattform ist dazu da, Daten mitzunehmen. Wir testen zwei neue Antennen, wie funktional die sind und ob die uns was bringen. Und wir testen hier das neue Thermometer, das wir auch hier gleich am Boden schon mal ausprobieren wollen. Wir fahren also unsere kleine Antenne aus. Wir wissen, dass sie funktioniert. Wir machen jetzt hier am Boden noch keine großartigen Tests. Und gucken mal, was uns das bringt. Log Temperature, Form the Launch Pad. Recovery würde 2,4 Science bringen. Wir machen aber Transmit, wir übertragen das Ganze. 1,2 Science Added. Wir machen jetzt hier nochmal einen Rechtsklick drauf. Display off. Wir können jetzt hier das Display anschalten. 19,54 Grad. Unser Electrical Charge geht auch wieder hoch. Die Solarpaneele funktionieren also. Und wir haben jetzt hier unten auch ein neues Add-on. Die müssen noch eins hoch. Sonst funktioniert nämlich das Add-on nicht. So, denn das bringt uns einen kleinen Countdown. Und ich würde sagen, SAS ist an. Wir starten mal Richtung. Gucken, welchen Countdown wir haben. Apollo. Wir starten mal Richtung Minmus, denn diese Mission wird zum Minmus gehen. Wir wollen eine weitere Reichweite mit weniger Material überbrücken und noch weitere Science-Dinge sammeln, um dann unsere Satelliten in den Orbit bringen zu können. Schauen wir mal, was passiert. Power transfer is complete. We're on internal power with the launch vehicle at this time. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. All the second stage tanks now pressurized. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Tower clear. Wir haben gerade schon gemerkt, die Tonspur waren diesmal ein bisschen verzögert, wieso auch immer. Das hatte ich bisher noch nicht, das ist so ein bisschen, normalerweise hat das immer ganz genau gestimmt. Aber naja. Wir gucken jetzt hier unten auf unsere Atmosphäre-Effizienz, dass die nicht über 100 steigt, denn wenn die über 100% steigt, werden wir vom Luftwiderstand zu stark abgebremst. Sollte immer bei 100% liegen maximal. Und die Rakete ist sehr, sehr stabil. Wir sehen das schon. So, ich nehme den Schub jetzt ein bisschen zurück. Ja, ich will nicht großartig über 100 kommen. Was war das? Ah, unsere Antenne, unsere kleine. Müssen wir jetzt auf die großen Antennen verzichten? Hoffen auf die neuen. Das habe ich nicht bedacht, die wieder einzufahren. Verdammt, 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 verdammt. Wir werden das jetzt aber nicht abbrechen. Wir hoffen jetzt einfach auf die großen Antennen. Wir sehen schon, die Atmosphäre wird dünner. Atmospheric-Effizienz sinkt. Beziehungsweise jetzt steigt sie wieder. So, wir beginnen unser Gravity Turn.
diese Zeit, Time to Upper Apsis, wollen wir zwischen 30 und 60 Sekunden halten. Wir bleiben jetzt erstmal auf dem 45 Grad Winkel. Allerdings steigt sie zu schnell, werden wir unsere Nase etwas senken, damit wir mehr Geschwindigkeit aufbauen. Der atmosphärische Druck wird immer weniger, die Zahl sinkt rapide. Jetzt können wir den Surface wieder zumachen. Die Information brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich hebe die Nase mal wieder ein bisschen. Jetzt über einer Minute, wir gehen weiter runter mit der Nase. Man kann sie hier nicht wirklich unter 60 Sekunden halten. Ich versuche das zwar immer hinzukriegen, aber versucht das, wenn sie zu schnell sinkt, müsst ihr mit der Nase weiter nach oben. Ist es so wie jetzt, steigt sie schön langsam, ist es vollkommen in Ordnung. Wir haben gleich unseren Apoapsis auf 70, also sind außerhalb der Atmosphäre. Also noch nicht, wir sind noch nicht außerhalb, sondern er ist dann außerhalb. So, ich strebe erstmal einen Parking Orbit von 100.000 an. Mache ich gleich bei 100.000 Cut und Stopp. Engine Stop. So, jetzt machen wir hier nochmal Lock Temperature. So, jetzt haben wir natürlich keine Verbindung mehr. Jetzt klappen wir eine der anderen Antennen aus. Gucken wir hier schon, ob die schon Verbindung hat. Ich denke nicht. No Target. Kerbin. Operational. Machen wir wieder zu. Und übertragen. Moment. Mission Control. Dann müssten wir jetzt aber übertragen können. Lock Temperature. Ah, ja, genau. Wir müssen auf das Mission Control Center gehen. Genau. Gucken wir, ob wir nochmal. Ne, wir könnten jetzt das recovern, aber das werden wir dann wahrscheinlich erst beim Minbus machen. Wir lassen die Antenne jetzt mal draußen. Schaden kann es nicht. So. Ah, wir gucken nochmal bei Mystery Goo, aber ich denke mal, da wird überall. Ne, das kennen wir ja alles schon. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir haben noch 1 Minute 19. Planen wir mal unser Manöver, um in den Orbit zu kommen. Hundert. Kleines bisschen können wir noch. 100, 101, das passt so. Na, geht doch auf. Können wir uns gleich ausrichten. Ah, das ist sehr träge, weil wir haben halt noch kein SRS-System. Würde ich mir echt noch wünschen, dass wir das noch kriegen jetzt demnächst. Halt, stopp. Stopp, hab ich gesagt. So, und wir können auch direkt anfangen zu brennen. Und die machen die Manövernote gleich wieder weg. Brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Ist nur, damit wir den Punkt gefunden haben. Und jetzt brennen wir uns einen schönen Orbit. Warten, bis er gleich schwenkt. Ja, das passt. Verschwendet übrigens auch nicht zu viel Zeit, den genau kreisrund zu kriegen. Das ist absolut nicht notwendig. Also das, wofür? Das brauchen wir nicht. Das ist absolut sinnlos. So, jetzt sind wir hier.
Jetzt müssen wir einiges beachten. Wir wollen nach Minmus. Ich scroll mal weiter raus. Und wir sehen schon, wenn ich das auf einer Bahn bringe, sehen wir hier schon, ich mache es mal hier an der Seite, wo die sich schneiden, dass Minmus einen etwas anderen Winkel hat. Der Mond ist auf dem, auf demselben Winkel wie unsere Flugbahn jetzt. Seht ihr hier? Aber wenn wir rauszoomen, ist das bei Minmus nicht mehr der Fall. Wir gehen jetzt hier wieder aufs Celestic Body, Moon. Nee, Quatsch, wir wollen nicht zum Moon. Back to Target, Minmus. So, Target ist jetzt Minmus. Er hat uns das freundlicherweise auch direkt schon zum Target gesagt. Zum Target gesagt. Ich rede auch einen Stuss als Target gesetzt. Und die beste Möglichkeit, diesen Winkel jetzt auszugleichen, ist an der Ascending Node oder Descending Node zu beschleunigen. Allerdings sind wir hier so nahe an Kerbin, dass es unglaublich viel Energie brauchen würde. Und deswegen machen wir das Ganze etwas anders. Wir haben jetzt hier über den Flight Engineer, der sagt uns jetzt ein paar Daten. Und zwar der Intercept Angle ist 57 Grad. Und also bis wir den richtigen Winkel haben. Der aktuelle Winkel ist 171. Ihr seht, der verändert sich die ganze Zeit so ein bisschen hier. Der geht die ganze Zeit runter, weil wir uns ja bewegen. Jetzt mal kurz beschleunige. Seht ihr, dass sich das stärker verringert? Und das hier ist die relative Winkel, also 5,4 Grad. Und wir müssten, wenn der Winkel 0 geht, müssten wir beschleunigt haben. Das heißt, noch ungefähr 45 Grad vor uns. Schauen wir mal. Das müsste, das wäre 90. Hier so. Schleunigen wir hier. Schleunigen wir raus nach Minmus. Und jetzt haben wir natürlich keinen Encounter, weil ihr seht schon hier, die Flugbahn ist höher. Jetzt gucken wir hier 42, er ist 46. Jetzt haben wir ja einen halben Encounter, sage ich mal. 3 Minuten haben wir noch. Und bisschen weniger also. So. Jetzt gehen wir bei der Scanning Node, wo die hier ist. Da können wir jetzt noch die Inklination ausgleichen. Und da gehen wir jetzt rein und ziehen diese ganze Bahn etwas runter. Da haben wir jetzt schon einen Encounter. Wir gehen ein bisschen weiter runter, weil wir es ja an dem Äquator haben wollen. Da haben wir jetzt einen Parapsis von 1,4 Millionen. Mal gucken, ob wir den noch ein bisschen kleiner kriegen. Nehmen wir hier vielleicht noch ein bisschen abbremsen. Gucken. Siebenundvierzigtausend Meter. Das ist ach, das ist der Kerbin Upper Apsis. Ich will eigentlich den roten hier. Aha. Das ist schlimm, das ist, weil die so nah zusammen sind. Der hier, 1,4. Zwei Minuten noch, bis wir beschleunigen müssen. Jetzt macht ihr mir meine Manövernote weg. Ist der doof? Minus 1,7.
6. Nee, da kriegen wir überhaupt keinen Encounter mehr. Windows Perps ist 298, das ist doch super. Machen wir jetzt mal weg und dann gucken wir hier 38 Delta V. Jetzt gehen wir hier runter, wir müssen jetzt gleich beschleunigen. Und Feuer. Ich mache es immer so, wenn die Node in der ungefähr die Zeit kommt, wie ich brennen muss, da fange ich dann an zu brennen. Aber ihr müsst halt bedenken, diese Manövernodes gehen von einem spontanen Wechsel aus. Also, dass ihr genau an dem Punkt auf einmal 900 Delta wieder zukriegt. Das funktioniert natürlich nie. Wir machen zuerst, wir sind da noch drin in der Stage. 500, das reicht also. Blenden wir hier unsere Orbitalinformationen ein. Und das muss auf 46. Jetzt fahren wir es mal ein bisschen drüber, das macht aber gar nichts. Jetzt löschen wir die Manöver-Nodes. Beide natürlich, auch die hier. Jetzt gucken wir mal, was bei der Manövernode rauskommt. Na, das, die machen wir nochmal neu. 700 sind das. So, da gehen wir nämlich jetzt an die Scanning Node hier ran. Wieder genau da drauf. Add Manöver. Und dann gleichen wir jetzt erstmal wieder hier die Höhe aus. Die bringen wir runter. So. Jetzt gucken wir, ja, wir sind genau auf Äquatorhöhe und wir haben Perapsis von 2 Millionen, das ist ein bisschen viel. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier mit ein bisschen was machen können. Erstmal mit beschleunigen und es wäre schön, wenn uns das hier auch angezeigt wird. Wird es das? 46.000 Kilometer Distanz, 47.000 Kilometer, nein, wird uns leider nicht angezeigt. Okay, macht nichts. Wir bremsen mal ein bisschen ab. Hier, well. Ey. Ah, so, gucken wir mal, ob er sich, wie er sich dadurch verändert. Nicht der Kerbin, der Minmus Perapsis 1, das ist schon mal weniger geworden, sehr gut. Minmus Perapsis 500. Kriegen wir doch noch weniger. 300, oh, das wird das richtig gut ein Counter. 200. Ihr seht schon, wir können mit sehr, sehr wenig Delta wie hier. Guck ich nochmal, ob ich hier mit noch ein bisschen was ausrichten kann. Nein, da wird's mehr. 204. Jetzt gleiche ich den nochmal aus, dass das möglichst, möglichst am Äquator ist. Also wir müssen rechts noch ein kleines bisschen runter. Also ziehen wir hier noch mal ein bisschen dran. So. Ja, das geht schon besser. Jetzt gucken wir hier noch mal. 304, das passt absolut. 37,1 Delta V. Wir bewegen uns jetzt hier unten so langsam, müsst ihr wissen. Weil wir halt noch kein SRS-System haben. Jetzt machen wir das hier wieder aus. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Orbitalinformation brauchen wir auch nicht gerade. Da oben ist er. Nicht so schnell. Hey, langsam. Ganz langsam. Na komm. SRS-System mal aus. Na komm. Ja, bremst dein riesen Schlachtschiff ab und dann geht's in die andere Richtung. Genau. SRS-System wieder an, damit uns das hier ein bisschen beim Korrigieren hilft.
So. Passt genau. Passt ganz genau. So, gucken wir nochmal ins Vessel. Wir haben noch 1928 Delta, wie nur 71 hier. Das haben wir jetzt platziert. Jetzt gucken wir mal erstmal wieder hier raus hier. So. Jetzt natürlich hinter der Sonne. Deswegen machen wir das SAS-System jetzt mal aus und deaktivieren mal unsere Antenne. Wo ist sie? 9. Damit wir nicht mehr so viel Strom verbrauchen. Wir sind gerade im Schatten von Kerbin. Das finde ich nicht so gut, aber wir gucken trotzdem mal Log Temperature. Can't be done right now. Wieso nicht? Minus 201. Gucken, ob das an der Antenne liegt. Fahren die nochmal kurz aus. Gucken, ob der gleich in der Verbindung hat. Mission Control. Machen hier dann nochmal 3. Ne. Wahrscheinlich, weil wir im Weltall sind und hier nichts ist. Wo nichts ist, ist auch keine Temperatur. Also hier ist es minus 3.821.000. Was weiß ich. Jetzt gehen wir nochmal die anderen durch. Und zwar 1. High over Kerbin. Das Verwerfen war trotzdem. 2 ist die Materialstudie. 7,5. Ne, das sind die Mystery Goose. Das eine war die Materialstudie, die 1. Das machen wir aber anders. Wir machen hier bei dem, den habe ich auf der 4 nämlich. Ne, auf der 5 müssten die liegen, ne? Gucken hier. Genau, da mache ich jetzt bei einmal Keep. Ja, das sind 7 Science. Wir können das später immer noch restoren, also wieder verwerfen. Dass einer offen bleibt. Und hier werden wir auf jeden Fall draußen mehr kriegen. Auf jeden Fall, deswegen mache ich das nicht. Im Notfall kann ich es beim Wiedereintritt machen. So, und wir haben jetzt hier eine Note in einer Stunde. Da gehen wir nochmal ein bisschen drauf hier. Wenn eine Sekunde brennen müssen, da reicht es, wenn wir so 30 Sekunden vorher anhalten.